eine Filmkritik über den Film Titina. Genau, in dem Film Titina geht es um einen Hund, der von einem Luftschiffingenieur aufgenommen wird und die dann gemeinsam an den Nordpol reisen mit dem Entdecker Roald Amundsen. Wie fandest du denn eigentlich den Film so? Ich fand ihn ganz gut. Was aber ein bisschen nervig war, war der Untertitel. Der war dann auf Englisch und die Normalsprache war dann auf eine andere Sprache so. Ich weiß nicht genau welche. Und dann nochmal eine andere Übersetzung war auf Deutsch. Das hat ein bisschen genervt. Ja, und manchmal war die Übersetzung auch ein bisschen hinterherhängend, aber das ist ja eigentlich normal. Aber trotzdem war es irgendwie so ein bisschen schwer zu verstehen, fand ich. Ja. Aber was ich auch ziemlich gut fand, weil manchmal im Film waren ja auch diese Zeitsprünge. Aber die hat man auch ziemlich gut erkannt. Aber man hat ja auch ab und zu auch noch solche Filme und Fotos aus dem, weil das ist ja alles aus einer wahren Geschichte. Und das kam ja auch alles, das wurde ja alles auch dokumentiert, die wahre Geschichte. Und da wurden ja manchmal auch die Filme oder Videos reingeschnitten. Ja, das war schon, man hat auch gesehen, wer wirklich, welcher Mensch auch da war. Ja. Auch wenn das schwarz-weiß so war. Hat man es trotzdem gut erkannt, genau. Nur, ich fand es ein bisschen doof, weil der Film hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig mitgerissen, weil ich glaube, es war nicht einfach, also vielleicht war es uns für unsere Altersgruppe bestimmt, aber es war jetzt nicht so spannend, fand ich. Ja, also wenn man auch nicht weiß, wenn man es auch nicht so genau weiß, dass das eine wahre Geschichte ist, finde ich, versteht man das auch noch nicht so. Also ich fand, das mit der wahren Geschichte hat man ganz gut verstanden, wegen den Schwarz-Weiß-Fotos. Und da wurde das halt auch noch ganz gut eingefangen. Ja, aber wenn man kleiner ist, so wenn, ja, wenn man jetzt jünger ist. Weil da steht ja FSK 6. Und wenn da jetzt so ein Sechsjähriger drin sitzen würde, würde der das, glaube ich, auch nicht so ganz verstehen. Ja, also es war ja, glaube ich, mehr so für ältere Leute, die das auch komplett so vielleicht verstehen und miterlebt haben. Also ja. Naja, also die Zuschauer, ja. Die Zuschauer haben ja auch, es waren ja auch Erwachsenere. Also es waren viele Erwachsene ja auch dabei. Also der eine neben uns hat ja auch ziemlich viel gelacht und die eine Frau war ja auch richtig berührt so hinter uns. Also es war auch schon interessant so zuzugucken, wie die so reagiert haben auf diesen Film, fand ich. Ja, generell war es ja auch ein spannender Film. Ja, nur es war halt jetzt nicht so mein Filmgeschmack so. Ja, also Zeichentrick ist eher auch nicht so meins, aber ich finde, die haben das schon sehr gut hingekriegt. So. Ja, also es war sehr interessant. Und es war auch sehr gut gestaltet, fand ich. Also die Zeichnungen waren sehr krass gemacht, also ziemlich gut gemacht. Und es war halt auch ziemlich schön. Also der Hund wurde niedlich gemacht. Ja. Aber es gab ja auch ziemlich viele traurige Szenen irgendwie. Ja. Aber ich konnte mich auch gut so hineinversetzen, als dieser Ingenieur und der Entdecker Streit hatten quasi und das konnte ich auch schon verstehen, dass der da so wütend ist. Also ich fand, man konnte sich da auch gut hineinversetzen in die Figuren. Auf jeden Fall, der Film war ganz gut, aber es war jetzt ja nicht so unser Style von Film. Also er war wirklich schön, aber es ist halt wirklich nicht so gut für mich. Aber wenn es so den anderen gefällt, dann ja. Also der Film, ich empfehle ihn weiter, aber jetzt nicht so für kleinere Kinder so. Oder für unsere Altersgruppe. Ja. Ja. Ja, das war es auch schon. Genau, das war unsere Filmkritik über den Film Titina und viel Spaß, wenn ihr euch den Film anschauen wollt. Ciao.